WDR 5 Funkhausgespräche mit Judith Schulte-Loh. Einen schönen guten Abend. Erst Prism, dann Tempora und was kommt als nächstes? Im Namen der Terrorismusbekämpfung wetteifern amerikanische und britische Geheimdienste um die Überwachung unserer digitalen Kommunikation. Für die einen ist das kein Problem. Sie sagen, ich habe nichts zu verbergen. Und andere hingegen haben Angst vor einem Überwachungsstaat, wie George Orwell ihn in seinem Roman 1984 skizzierte. Orwell Reloaded, droht die totale Überwachung? Das fragen wir heute hier in den Funkhausgesprächen und meine Gäste sind Katharina Nokun, politische Geschäftsführerin der Piraten und Themenbeauftragte für Datenschutz. Axel Voss, EU-Abgeordneter für die CDU, im EU-Parlament Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und Berichterstatter für Datenschutz der EVP. Und Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Wendt, Sie sagten heute im WDR 5 Morgenecho, die Angst vor der Überwachung sei unbegründet, typisch deutsch und absolut überzogen. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Weil es keine flächendeckende oder totale Überwachung gibt. Das ist zwar so, dass vielfach davon die Rede ist, aber zunächst einmal machen hier Nachrichtendienste sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Großbritannien das, wozu sie einen gesetzlichen Auftrag haben, nämlich Nachrichten sammeln und auswerten. Dazu sind die übrigens auch da. Das haben sie früher in anderer Form gemacht. Jetzt in Zeiten moderner Kommunikation sammeln sie diese Informationen auf andere Weise. Aber grundsätzlich tun sie das, was ihr gesetzlicher Auftrag ist. Das müssen sie nach gewissen Spielregeln tun. Es gibt keine Veranlassung anzunehmen, dass diese Spielregeln nicht da sind und dass sie nicht auch eingehalten werden. Frau Nokun, wie sehen Sie das? Wissen Sie, ich bin in Polen geboren worden und meine Eltern haben sich dort in der Widerstandsbewegung Solidarność für eine Demokratisierung eingesetzt. Und sie haben irgendwann rüber gemacht, weil sie wollten, dass ich in einer Gesellschaft aufwachse, in der die Geheimdienste nicht Briefe öffnen, in der nicht flächendeckend überwacht wird. Und ich würde da ganz deutlich widersprechen. Das, was die Nachrichtendienste heutzutage weltweit machen, ist eindeutig Überwachung. Das ist keine zielgerichtete Ermittlung mehr. Das ist eine flächendeckende Ausspionierung von privaten Daten von Bürgern, die sich nichts haben zu Schulde kommen lassen. Und ich denke, das ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn wir hier anfangen, diesen Paradigmenwechsel zwischen Ermitteln und Überwachen zu machen. Und ich glaube, wir sind auf dem direkten Wege, unsere Demokratie hier zu verlieren. Herr Voss, Prism und Tempora, hat Sie das Ausmaß, in dem amerikanische und britische Geheimdienste Daten abschöpfen, überrascht? Es hat uns alle überrascht und das ist auch überparteilich so im Europäischen Parlament. Es hat uns überrascht. Was uns nicht überrascht natürlich, dass Nachrichtendienste generell natürlich versuchen, Gefahren zu erkunden und Gefahren auch vielleicht irgendwie durch Schlagworte oder wie auch immer auch in diesem ganzen nachrichtlichen System irgendwie auch weiter zu verfolgen. Das nicht, aber dieses Ausmaß als solches, wobei ich immer noch sagen muss, bislang haben wir nur in Anführungszeichen Pressemitteilungen oder aus den Medien etwas bekommen. Uns fehlen dann noch sehr viele Informationen. Was zu Ihrer Eingangsfrage auch zu sagen ist, auf europäischer Ebene, unabhängig jetzt von den Datenskandalen dieser Art, aber in Deutschland ist es schon so, dass wir sehr sensibel auf Datenskandale oder überhaupt Datenschutz auch reagieren. Das ist in anderen Mitgliedstaaten nicht so ganz der Fall. Natürlich reagiert man jetzt auf diese Fälle auch, aber es ist schon ein Unterschied zu spüren zwischen Deutschland und auch anderen Ländern. Gucken wir auf das, was da gemacht wird. Nehmen wir das Tempora-Programm der Briten. Da sollen Tag für Tag allein 600 Millionen Telefonverbindungen erfasst werden. Zusätzlich, so heißt es, E-Mails, Einträge in soziale Netzwerke und andere persönliche Informationen der Nutzer gesammelt. Gibt es dafür eine rechtliche Grundlage, Frau Nokun, Ihres Erachtens? Ja, grundsätzlich würde ich erstmal bezweifeln, dass es irgendeine gesetzliche Grundlage für so etwas gibt, wenn wir davon ausgehen, dass Menschenrechte grundsätzlich erstmal für alle gelten. Und das Recht auf Privatsphäre, das Recht, mich unbeobachtet äußern zu können, privat oder auch politisch,
und dafür nicht gerastert zu werden. Das sollte international gelten. Es gibt internationale Abkommen, es gibt die UN-Menschenrechtskonvention, es gibt die EU-Grundrechtecharta, es gibt so etwas wie das Grundgesetz, auch wenn es in den letzten Jahren ausgehöhlt wurde. Und da ist ein eindeutiger Verstoß gegen all diese Grundrechte eindeutig zu bemerken. Und was mir Sorgen macht, ist wirklich diese langfristige Entwicklung. Es wird ja oft immer gesagt, ja, sie müssen ja den Geheimdiensten vertrauen und sie machen das doch nur, um uns zu schützen. Da würde ich ganz klar sagen, wir wissen nicht, wie die politische Situation in 5 Jahren aussieht. Wir wissen nicht, wie die politische Situation in 10 Jahren aussieht. Und wir sind jetzt ganz groß darin, auf andere Länder wie China und den Iran mit dem Finger zu zeigen und sagen, schaut mal, ihr überwacht eure Opposition. Und ich mache mir Sorgen, dass wir in 5, 10, 15, 20 Jahren der nächsten Generation einen schlüsselfertigen Überwachungsstaat hinterlassen. Und in den falschen Händen können all diese Instrumente, die jetzt installiert werden, die jetzt auch irgendwo akzeptiert werden aufgrund von Warnungen vor Terrorismus und so weiter und so fort, dass wir da einfach das Maß verlieren, was in der Demokratie grundsätzlich gewahrt werden muss. Maß verlieren ist ja auch ein Vorwurf, der tatsächlich dem britischen Geheimdienst gemacht wird. Herr Wendt, wie beurteilen Sie die Diskussion über rechtliche Grundlagen, auf denen die Geheimdienste, auch die Briten, handeln? Der britische Geheimdienst muss nach britischen Gesetzen handeln und das tut er auch. Es gibt viele Instrumente, die es in demokratischen Staaten gibt, die, wenn sie in falsche Hände geraten, natürlich verheerende Schäden anrichten können. Das sind die Atomwaffen auch und das sind viele andere Dinge auch. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Es geht ja darum... Es geht um das Ausmaß. Sie haben gesagt, Sie reden von einem Ausmaß. Und dann haben Sie gesagt, dass wir hier allein in Großbritannien über 600 Millionen Telefongespräche, im Übrigen täglich reden. 120 Milliarden Telefongespräche täglich. Und dann gibt es wirklich Leute, die ernsthaft den Menschen erzählen wollen, 120 Milliarden Telefongespräche würden abgehört. Was ist das nur für ein blanker Unfug, der hier den Menschen erzählt wird? Auf der ganzen Welt gibt es nicht so viele Polizisten und Geheimdienstleute, die das auch nur ansatzweise schaffen können. Hier findet eine technische Analyse von den Daten statt und nichts anderes. Also hier würde ich eindeutig widersprechen. Also ich studiere ja auch Wirtschaftsinformatik. Meine Eltern sind beide beschäftigt in der IT-Branche, Softwareentwickler und Datenbankadministratorin. So, und ich weiß ganz genau, dass es noch vor 10, 20, 30 Jahren unglaublicher Aufwand war, Überwachung in der Gesellschaft zu installieren. Heutzutage ist es aber anders. Heutzutage kann ich mit ein paar Rechnern, einem Großrechenzentrum, der richtigen Software, Schlagwortsuche und Datenbanken einfach eine Rasterfahndung machen von der Größe, die früher einen unglaublichen Personalaufwand gemacht wird. Und es gibt längst Sprachanalyse-Tools, die in der Lage sind, einzelne Schlagworte zu erkennen und zu differenzieren, wann wird über Sport geredet, wann wird über Familie geredet und wann wird über was anderes geredet. So, und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue und genau sehe, also ich merke doch, die technische Entwicklung ist unglaublich schnell. Noch vor 10 Jahren, wenn ich jemandem erzählt hätte, ich werde irgendwann mal so einen kleinen Rechner in meiner Hosentasche haben, mit dem kann ich sowohl telefonieren als auch im Internet sein. Das hätte mir niemand geglaubt. Da könnte man natürlich auch zu Recht fragen, hält tatsächlich die Gesetzgebung noch Schritt mit den technologischen Möglichkeiten der Dienste tatsächlich? Also auch sich gewünschte Daten zu beschaffen, Herr Voss. Also das ist eine der großen Schwierigkeiten, vor denen der Gesetzgeber im Grunde steht. Wir haben einen globalen Datenverkehr, aber wir können ja als Politiker immer nur regional, wenn man jetzt auch das auf Europa bezieht, immer nur regional etwas regeln. Deshalb bin ich ein großer Vertreter davon, dass man solche Standards, ähnlich wie bei Straßenverkehrsregeln, da ist es auch möglich, dass wir überall Auto fahren können, besondere oder Spezifikationen noch für einzelne Länder vielleicht haben. Und so etwas bräuchten wir eigentlich auch im Datenverkehr. Nur lässt sich das im Moment schlichtweg nicht realisieren, weil die unterschiedlichen Vorstellungen nicht zusammenzuführen sind derzeit und vielleicht sogar auch der Wille fehlt bei einigen Ländern. Also von daher ist das ganz, ganz schwierig. Vielleicht, weil auch einige Länder mehr machen wollen als andere. Ich meine, in Brüssel wollen ja einige Abgeordnete, habe ich gelesen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien prüfen. Eben Begründung, die massenhafte Sammlung, wir reden ja auch über Sammlung und nicht direkte Abhörung, Herr Wendt, personenbezogener Daten, das soll gegen die Grundwerte der Union, die im EU-Vertrag festgelegen sind, tatsächlich verstoßen, Herr Voss.
Ja, damit kommen wir natürlich auf ein sehr stark rechtliches Problem. Zum einen ist die Grundrechtecharta für Mitgliedstaaten immer nur dann anwendbar, wenn sie auch europäisches Recht entsprechend umsetzen, wenn man sich auf das Recht bezieht. Die andere Frage ist, gegen welches Recht wurde denn jetzt hier verstoßen? Wir gehen davon aus, dass bundesnachrichtendienstliche Aktivitäten oder überhaupt nachrichtendienstliche Aktivitäten auch eine gesetzliche Grundlage haben. Das ist in den USA nicht anders wie in Großbritannien oder in Deutschland und dass da eben entsprechend, wie der Herr Wendt das auch eben gesagt hatte, entsprechend gehandelt wird, dem Auftrag entsprechend und auch in den Grenzen, die eine Verfassung oder die Möglichkeiten des Gesetzes mit sich bringen. Und deshalb ist es da in der Tat schwierig, eine europäische Klage jetzt anzustrengen. Vielleicht gibt es durchaus Möglichkeiten, ich will das gar nicht ausschließen, aber gegen was haben Sie denn verstoßen? Einfach nur zu sagen, gegen die Grundrechtecharta oder irgendwelche Menschenrechte, das mag man gerne irgendwie herleiten, aber es ist eben dann die Frage, ist das auf europäischer Ebene der Fall oder ist es auf nationaler Ebene der Fall? Ich weiß, eine sehr rechtliche Betrachtung, das ist politisch kann man das durchaus gerne durcheinander bringen, aber hier muss man eben, wenn man über Klage redet, eben auch sehr genau abgrenzen, wo denn die Rechte verletzt worden sind, auf europäischer oder nationaler Ebene und ist das dann vielleicht auch gerechtfertigt durch nationale Gesetzgebung oder wie auch immer. Das ist die Schwierigkeit. Zumal man sich natürlich fragen muss, ob sich die Amerikaner auch darum scheren, welche es Gesetze tatsächlich in Europa gibt. Bei den Amerikanern ist es so, dass die eine rechtliche Grundlage sich geschaffen haben. Also auch da ist es ja nicht so, dass man einfach sagt, ach, wir gehen mal dahin und zapfen mal was an, sondern die haben eine Rechtsgrundlage. Sie haben sogar einen speziellen Gerichtshof, der dann bei Verdachtsfällen extra noch mal da drüber gucken muss, um zu sagen, gut, von denen dürft ihr jetzt auch die inhaltlichen Dinge mit überprüfen. Mhm. Weil das ist eben die Unterscheidung, die man hier auch machen muss in dieser Masse, die möglicherweise Daten jetzt im Moment gespeichert werden, werden es hauptsächlich Verbindungsdaten sein und keine Inhaltsdaten, weil diese Inhaltsdaten eben in der Tat dann diesen zweiten Schritt ermöglichen oder sein muss, dass ein Richter mal sich damit auseinandersetzt und sagt, gut, die Anhaltspunkte sind so, dass ihr jetzt auch darüber gucken könnt. Frau Nokun. Sie wollen entgegnen. Ja, dem würde ich ganz klar widersprechen. Also ich denke, das hat auch sehr viel mit politischem Willen zu tun, hier sich als Bundesregierung oder auch als EU-Parlament in die Bresche zu werfen für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Und es gibt auch andere Beispiele, wo es vielleicht nach nationalem Recht vielleicht in Ordnung gewesen wäre, dass die einzelnen Länder Chemiewaffen einsetzen. Da hat man sich international zusammengesetzt und beschlossen einfach, dass gewisse Dinge nicht gehen. Und wir brauchen einfach ein internationales Friedensabkommen für das Internet. Wir brauchen ein internationales Abkommen, damit vertrauliche Kommunikation nach wie vor gewährleistet ist. Und ich würde Ihnen ganz klar widersprechen, dass es hier nur in Anführungsstrichen um die Speicherung von Verbindungsdaten geht. Also ich bitte Sie, der Bundesnachrichtendienst rastert genauso wie andere Nachrichtendienste Mails. Und es ist so, dass ich, wenn ich im Internet kommuniziere, durchaus in Berlin-Neukölln sitzen kann, nach Kreuzberg, also ein Viertel weiter, eine Mail schicke und die kann trotzdem um den halben Globus gehen und ist somit internationaler Datenverkehr. Und der Bundesnachrichtendienst hat allein 2011 2,9 Millionen Mails gerastert nach in Anführungsstrichen verdächtigen Schlagwörtern, wo wiederum ich als Bürger nicht weiß, welche Wörter sind da drin. Das sind tausende Wörter in dieser Datenbank. Ich weiß nicht, wie ich in dieses Raster falle. Ich weiß nicht, wenn ich drin falle. Ich kann mich rechtlich nicht dagegen wehren. Und im Endeffekt sind 2009 lediglich bei 290 Mails, also 0,01% der Fälle, wirklich in irgendeiner Weise nachrichtendienstlich verwertbares Material gefunden worden. Und da frage ich mich, also das hat mit Verhältnismäßigkeit einfach nichts zu tun. Entschuldigen Sie. Da muss ich immer widersprechen. Insofern, man mag über die Verhältnismäßigkeit durchaus diskutieren. Aber wenn ich mir doch sage, nachts kontrolliere ich jedes Auto, was ohne Licht fährt, weil ich einen Verdachtsmoment habe, um eben dann zu sagen, oh, den gucke ich mir mal genauer an. Genauso muss das eben im elektronischen Verkehr auch funktionieren. Bei dieser Masse an Daten, die es nun mal gibt, muss man dann eben sagen, gut, diejenigen, die durch ein bestimmtes Wort oder ein Verhalten oder wie auch immer einen Punkt setzen, um zu sagen, würden Sie das auch bei der Post könnte machen? Gefahr ausüben, würden Sie das dann auch bei der Post müsste ich machen? Das machen. So kann man auch Verhältnismäßigkeit gar nicht betrachten. Hier geht es doch nicht allein um die Massenbetrachtung,
sondern es geht auch um Qualität. Es geht einerseits bei der Beobachtung des Internets und bei Speicherung von Daten, was im Übrigen der Bundesnachrichtendienst in dieser Form nicht tut, wie der britische und der amerikanische Nachrichtendienst, sondern der Bundesnachrichtendienst eine andere Technik. Hier geht es darum nicht, es geht um einen relativ geringen Grundrechtseingriff, nämlich um eine elektronische Analyse vorhandener Verbindungsdaten, um andere Rechtsgüter von erheblichem Wert zu schützen. Und da kann man nicht mit 0,00% arbeiten, selbst wenn es nur 5 relevante Informationen gewesen wären, wenn damit schwere Delikte verhindert worden wären, wo möglicherweise ein riesiger Schaden angerichtet worden wäre, dann wären sogar 5 Informationen relevant verhältnismäßig, weil nämlich die zu schützenden Rechtsgüter so hochwertig sind, dass geringe Eingriffe in die Grundrechte durchaus verhältnismäßig sind. Während wir reden ja aber auch darüber, dass gerade bei dem britischen Geheimdienst, auch beim amerikanischen, wirklich massenhaft Daten abgegriffen werden. Ja, also wir haben dieses Bild jetzt immer gehabt in den letzten Tagen von dem Schleppnetz, während der Bundesnachrichtendienst mit der Harpune vorgeht. Das war immer so ein Vergleich, der herangezogen wurde. Und diese massenhaftes Abschöpfen von Daten, das hat ja nicht nur die Bevölkerung empört, nicht nur uns in Deutschland. Die Bundesregierung, muss man sagen, war bei PRISM erstmal nur irritiert. Bei Tempora dann hat man angefangen, ein bisschen Fragen zu stellen. Aber naja, ehrlich gesagt, Empörung sieht anders aus. Also wir sind ja... Zumal es um Daten deutscher Bürger geht, ja. Herr Wendt. Weshalb diese Zurückhaltung? Also zunächst einmal sind wir im Wahlkampf und da tut Empörung natürlich sehr gut. Bei Politikern, zweitens Politiker. Ich habe gerade angemerkt, dass die Bundesregierung sich nun gar nicht empört. Ach doch, die Frau Leutheusser-Schnarrenberger, die ist schon sehr empört. Die Linken, die Grünen, die Freien Demokraten insgesamt, die sind schon alle ganz außer sich und schreiben wilde Fragebögen. Die Wahrheit ist doch, dass die gar nicht alle verwundert sein können. Denn Tatsache ist, dass auch Deutschland, auch die deutschen Sicherheitsbehörden von befreundeten Nachrichtendiensten, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, wichtige Hinweise bekommen auf terroristische Aktivitäten hier in Deutschland, in Europa, und kein deutscher Politiker kann angenommen haben, dass diese Informationen dort auf Bäumen gewachsen sind oder irgendwo aus dem Ozean gefischt wurden. Die sind natürlich durch nachrichtendienstliche Aktivitäten gekommen. Da muss man schon Augen und Ohren zugemacht haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, wenn man glaubt, die Amerikaner und die Briten würden in der internationalen Kommunikation sozusagen sich taub und blind stellen. Das machen die nicht. Da muss man natürlich noch anmerken, dass der Bundesnachrichtendienst aber auch nach wie vor sagt, wir wissen von nichts. Alles, was wir wissen über PRISM, ja, zum Beispiel, kennen wir nur aus den Zeitungen. Das ist ja das Wesen von Nachrichtendiensten, dass sie geheim arbeiten. Wo man natürlich die Frage stellen muss, ist das tatsächlich glaubhaft? Also das wäre der erste Nachrichtendienst der Welt, der seine Analysetechnik sozusagen ins Internet stellt oder eine Pressekonferenz macht und sagt, wir erklären jetzt mal der ganzen Welt, wie wir das machen. Die sind doch Nachrichtendienste, die sind doch nicht bescheuert. Darum geht's ja nicht. Entschuldigung, also ja, so können die das doch nicht machen. So arbeitet doch Noah an Nachrichtendienst nicht. Ja gut, es geht ja um die Frage nachgefragt, wissen Sie was von PRISM, wissen Sie was von Tempora. Und wenn der Bundesnachrichtendienst auf diese Frage antwortet, wir wissen auch nur, was in den Zeitungen steht. Halten Sie das für glaubwürdig? Das ist absolut glaubwürdig, weil Nachrichtendienste ihre Analysetechnik für sich behalten. Deshalb sind das im Übrigen Nachrichtendienste und nicht die Bild-Zeitung. Herr Voss, wie sehen Sie das? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die sich permanent austauschen in den Nachrichtendiensten, was für neue Techniken und wo sie gerade was ansetzen, dass es da ein lebhaftes Gespräch drüber gibt, wie man was macht. Da ist, glaube ich, jedes Land arbeitet dort im Verdeckten und Geheimen. Da wird es keinen Markt geben und sagen so, ich mach mal dies und du machst mal das, sondern da macht jeder etwas. Und wir wissen ja gar nicht, was noch, ich sag jetzt mal Russland oder China oder wie auch immer, wie die das dort handhaben. Das wird höchstwahrscheinlich ähnlichen Ausmaßes sein. Und generell ist es eben vernünftig, man würde sich da vielleicht, also was den Schutz der Daten und der Grundfreiheiten betrifft, da sind wir alle als Politiker gefordert, um da eben auch bestimmte Regulatorien oder Regularien einfach einzufügen, damit es eben kein Übermaß gibt. Wir wollen schon eine gewisse Sicherheit generieren durch Erkenntnisse, die man eben vielleicht über solche Methoden gewinnen kann. Aber es darf eben nicht ein Übermaß sein, wo wir das Gefühl haben, wir werden permanent
permanent überwacht. Frau Nukund, was denken Sie, welche Regulatorien müsste es Ihres Erachtens geben, um tatsächlich dieses massenhafte Abschöpfen von Daten, wie wir das gerade erleben, zu unterbinden? Zuerst einmal müssen wir klar sagen, dass auch Geheimdienste kein rechtsfreier Raum sein dürfen. Und das sind sie anscheinend momentan. Denn in einer Demokratie müssen die Menschen immer noch darüber abstimmen, was sie für verhältnismäßig erachten und was nicht. Und das ist ein Problem, wenn ich ja überhaupt nicht weiß, was Geheimdienste machen. Und die Bevölkerung in den USA war eben nicht darüber informiert, genauso wie die betroffenen Bürger in den anderen Mitgliedstaaten der EU nicht informiert waren darüber, was einzelne Geheimdienste machen. Und da sehe ich ganz klar die Politik, die Parlamente in der Pflicht, da eine stärkere Kontrolle der Geheimdienste zu gewährleisten. Es geht gar nicht darum, dass hier irgendwo dass einzelne Ermittlungsmethoden einfach, also die einfache Tatsache, dass so etwas passiert, wurde ja nicht einmal bekannt. Und das ist ein großes Problem. Und wenn ich dazu noch sehe, dass Parlamente nicht darüber informiert worden sind, auch in den Ländern, in denen diese Maßnahmen durchgeführt worden sind, oder in den Ländern, von denen diese Aktivität ausgegangen sind, dann habe ich zwei Möglichkeiten als Bürger. Entweder ich gehe davon aus, ich werde belogen, und das ist schlimm. Das kratzt an meinem Vertrauen in die Demokratie. Oder aber Geheimdienste sind wirklich derzeit ein rechtsfreier Raum. Und da müssen wir einfach stärker die Geheimdienste an die Kandare nehmen und uns grundsätzlich die Frage stellen, ob wir nicht lieber zielgerichtet ermitteln wollen, wenn ein Verdacht vorliegt, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt, wenn eine Anzeige vorliegt, wir sind in einem Rechtsstaat, dann darf nach meinem Gefühl, nach meinem Verständnis von einem Rechtsstaat ermittelt werden und nicht überwacht. Denn Überwachung trifft immer pauschal die gesamte Gesellschaft. Aber da muss man bitte auseinanderhalten die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der unterschiedlichen Behörden. Nachrichtendienste, Verfassungsschutz und Polizei haben völlig unterschiedliche Aufgaben. Und das, was Sie eben beschrieben haben, ist ja polizeiliche Arbeit. Das heißt, aufgrund eines konkreten Tatverdachts dann auch polizeiliche Ermittlungen zu machen. Ist ein völlig anderes Aufgabenfeld als das, was zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst hat. Und dass ein Nachrichtendienst Nachrichten sammelt, da braucht man ja nicht viel Fantasie zu. Und dass ein Nachrichtendienst, übrigens auch andere Geheimdienste, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzämter auch, ihre Arbeitsmethoden, ihre Instrumente und Taktiken nicht sozusagen in einer Volksabstimmung abstimmen lassen können, ist ja wohl auch selbstverständlich. Aber warum umso denn wichtiger nicht? Ist es, Sie haben nach den Regularien gefragt. Nein, und man die muss, gibt es ja. Man muss natürlich schon darüber reden, inwiefern sich, wir reden ja nicht mehr über einen Geheimdienst, der irgendwelche Späher hat, die in irgendwelchen Ländern einsam Informationen sammeln und die mit der Brieftaube nach Hause schicken. Wir reden über ganz andere technische Möglichkeiten. Und da ist es natürlich schon eine Frage, darüber zu diskutieren, inwiefern braucht es auch für diese Geheimdienste bei den technischen und technologischen Möglichkeiten, die heute da sind, andere Regularien. Herr Voss wollte zu was sagen. Also zum einen darf man sich ja nicht der Illusion hingeben, dass organisierte Kriminalität, Terrorismus, Extremismus, dass die sich nicht dieser Techniken bedienen. Und das macht es ja gerade so schwierig, weil sie eben dort überall zu Hause sind, muss man dann eben auch da irgendwas tun, wenn man bestimmte Gefahren ausschließen will. Deshalb kann man ja nicht sagen, bloß weil es irgendwie ein neues Medium ist, dürfen wir da nicht ran. Ich erwarte von meinem Staat, dass er meine Rechte schützt und auch meine Sicherheit garantiert, und deshalb erwarte ich dann auch, wenn sich dort solche Leute tummeln, dass sie eben dann dort auch irgendwo mit dabei sind. Und es ist meines Erachtens eine völlige Fehlvorstellung von einem Rechtsstaat, den Sie da haben. Ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Natürlich gibt es für unseren Bundesnachrichtendienst eine rechtliche Grundlage. Und natürlich kümmert sich auch ein Ausschuss des Parlamentes darum. Die machen das eben nur nicht öffentlich, weil eben der Sinn eines Nachrichtendienstes anders strukturiert ist. Und natürlich gibt es in Großbritannien eine rechtliche Grundlage dafür. Und natürlich gibt es in den USA eine rechtliche Grundlage dafür. Und natürlich werden, so wie es zu freiheitsbeschneidenden Dingen kommt in der Ermittlung, natürlich der Richter eingeschaltet. Also es ist nicht so, dass hier gar keine Kontrolle stattfindet und auch der Rechtsstaat auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Sagt Herr Voss, CDU-Parlamentarier im Europaparlament, und Frau Nukun von den Piraten möchte entgegnen. Ja, hierzu muss ich ja sagen, ich habe ja auch Informatik studiert und ich weiß ganz genau, wie man mit einfachsten Mitteln Kommunikation verschleiern kann. Das heißt, wenn ich möchte,
kann ich durch das, also unter dem Radar des Bundesnachrichtendienstes schwimmen. Ich kann meine Kommunikation verschleiern. Sie werden nie erfahren, von welchem Rechner aus ich kommuniziere. Sie werden niemals den Inhalt einer Mail, die ich schreibe, erfahren. Das ist ohne weiteres möglich. Und das weiß die organisierte Kriminalität auch. Das wissen auch Menschen, die etwas planen. Das Problem ist nur, dass 99% der Bürger, die eben nicht durch dieses Raster fallen und die eben nicht unter dem Radar schwimmen, diese technischen Möglichkeiten nicht haben. Das heißt, ich befürchte, sie fischen da ganz konkret im falschen Wasser. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, nach wie vor der Verhältnismäßigkeit. Also jedes Jahr sterben mehrere 10.000 Menschen durch Krankenhauskeime. Das ist für mich eine reale Gefahr. Jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus bin, habe ich Angst. Ja, wenn ich Auto fahre, weiß ich, jedes Jahr sterben mehrere tausend Menschen auf deutschen Autobahnen. Ja, das ist ein ganz konkretes Problem für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und zu dem Einwurf, dass ja angeblich laut NSA 50 Anschläge verhindert worden werden durch dieses Überwachungsprogramm, kann ich ganz klar sagen, ich würde das erstmal in Frage stellen. Denn wir müssen ja sehen, in welcher Situation befindet sich dieser Geheimdienst. Ja, es wurde eine internationale Abhöraktion aufgedeckt. Die stehen unter Druck. Ja, die haben keine Beweise vorgelegt. Sie kritisieren ja immer wieder, es gibt keine Beweise für Prism und Tempora. Ja, für diese 50 verhinderten Anschläge, mutmaßlich verhinderten Anschläge, habe ich auch keine Beweise. Und ich habe nicht mal Beweise, ob nicht vielleicht auch andere Ermittlungswerkzeuge nicht einen ähnlichen oder besseren Erfolg gebracht hätten. Denn ich bin der Meinung, wir müssen auf jeden Fall mehr Geld in Polizei stecken, mehr Geld in soziale Arbeit, mehr Geld in Bildung. Und dann werden wir uns viel weniger Sorgen machen müssen um Terrorismus, um Kriminalität. Wenn wir einmal anfangen würden, genauso viel Geld in Frieden zu stecken, wie wir in Krieg und in Überwachung stecken, dann wäre die Welt eine ganz andere. Gucken wir darauf. Herr Wendt, um das aufzugreifen, rechtfertigt die Angst vor Anschlägen eine Rundumkontrolle, also von Mails, Suchanfragen bei Google oder auch von Gesprächen via Skype? Also ich zunächst einmal weise den Ausdruck Rundumkontrolle nochmal zurück, genauso wie Totalüberwachung, weil das nicht stattfindet. Es findet eine elektronische Analyse von Daten statt und keine Kontrolle. Das ist etwas völlig anderes. Ich will aber noch Ihre Frage beantworten, weil die ist zwar schon zweimal angesprochen worden, aber ich will nochmal auf die Regularien und auf die Kontrollinstrumente zu sprechen kommen. Denn natürlich sind Nachrichtendienste und auch Verfassungsschutz in einem Dilemma, in einem Auftragsdilemma. Sie haben nämlich ein Gesetz, gesetzlichen Auftrag, zum Beispiel nachrichtendienstliche Tätigkeiten auszuführen, aber sie haben genauso die gesetzliche Verpflichtung, über ihre Einsatzmechanismen, über ihre Methoden, über Taktik zu schweigen. Das dürfen sie nicht, ist ihnen per Gesetz verboten. In dieser Situation ist es ganz besonders wichtig, dass diese Dienste vernünftig kontrolliert werden. Das heißt, dass die beiden vorhandenen Instrumente in der jeweiligen Ermittlungsstufe, das, was die Nachrichtendienste tun, Richtervorbehalte ganz streng einzubauen und auf der anderen Seite die parlamentarische Kontrolle wirksam zu gestalten. Wir haben bei der Aufdeckung des NSU-Verfahrens jetzt gesehen, dass es bei der parlamentarischen Kontrolle der Verfassungsschutzämter in Deutschland, ich sage es mal vorsichtig, durchaus Optimierungspotenziale gegeben hat. Das wird jetzt ja auch entwickelt. Die Fraktionen haben dazu Vorschläge gemacht, dass diese Instrumente sind nicht zeitlos. Die muss man immer mal wieder von Zeit zu Zeit überprüfen. Hilft das auch noch? Wirkt das eigentlich auch noch? Und deshalb finde ich es richtig, dass wir jetzt sagen, die parlamentarische Kontrolle der Verfassungsschutzämter muss verstärkt werden. Und das gilt natürlich auch für den Nachrichtendienst. Die parlamentarischen Kontrollgremien dürfen nicht am Ende einer Legislaturperiode sozusagen alles auf Null schalten und dann nach der Wahl wieder hochfahren, sondern es muss eine kontinuierliche Kontrolle mit professionellen Leuten da drin geben, die auch über die Legislaturperiode hinaus arbeiten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die richterliche Kontrolle vernünftig gestaltet sein muss, dass die Richter nicht nur formale Kriterien prüfen, sondern wirklich inhaltlich dort einsteigen können und in aller Ruhe prüfen können. Das ist eine Frage der Ausstattung von Justiz. Und da gibt es in der Tat, und da stimme ich meiner Vorrednerin ausdrücklich zu, bei Justiz und Polizei eine Menge Nachholbedarf. Die Frage ist natürlich, wie ist das, worüber wir reden, tatsächlich richtig gut zu kontrollieren und von wem? Denn uns scheint ja, gerade wenn wir nochmal schauen auf das, was die Diskussion ausgelöst hat, erst Prism, ja, aber dann Tempora vor allen Dingen, was die Briten machen, wo ja das Prinzip fast umgekehrt wird. Da werden ja erst Daten abgeschöpft, wie nur was. Dann wird geschaut, was ist verdächtig und erst dann kommt ja der nächste Schritt und sagt, wir nehmen eine Überprüfung vor. Also eigentlich das umgekehrte Verfahren, wie das man sich
als eigentlich rechtsstaatlich wünscht, als Bürger, möchte man sagen. Und hinter alledem heißt es immer, wir machen das, weil wir Angst vor Terror haben und weil wir mehr Sicherheit wollen. Dann kann man sagen, Sicherheit wollen wir auch alle. Aber die Frage ist natürlich, wird nicht diese Angst benutzt, Herr Voss, die Frage auch an Sie, um alles technisch Machbare inzwischen auch umzusetzen? Es ist angesichts dieser Datenskandale natürlich schwierig zu sagen, ich glaube nicht, dass alles Machbare tatsächlich gemacht wird, weil wir eben bestimmte Grenzen haben. Die Grenzen liegen in unseren Grundrechten, in den Freiheitsrechten und sie liegen in den Gesetzen, die man von dem Souverän oder dem Vertreter des Souveräns eben gesetzt hat. Und von daher gibt es bestimmte Grenzen. Die wir reden darüber, dass es diese Grenzen gibt und dass es gut ist, aber dass es auch die Angst gibt, dass diese Grenzen und auch die Gesetze überschritten werden. Also jedenfalls, ich habe diese Angst nicht, weil ich eben auf das Rechtsstaatsprinzip, ich glaube daran, ich lebe hier deshalb und ich bin ein Fan unseres Grundgesetzes und verteidige das auch. Aber es ist deshalb, natürlich kann man alles in Frage stellen, was es da gibt. Nur die Realitäten sind eben anders. Wir haben eine rechtsstaatliche Kontrolle, wir haben eine parlamentarische Kontrolle in Deutschland. Das wird in Großbritannien nicht anders sein und in den USA möglicherweise auch nicht. Da kenne ich mich nicht zu sehr aus. Aber die Gefahr. Aber die Angst als solches gibt's bei dem einen eben mehr oder weniger. Das ist, ich finde, unterschiedlich. Man erlaubt aber schlichtweg nicht alles, was möglich ist. Aber man darf den Leuten auch keine Angst machen. Ich bin auch dagegen, den Menschen Angst zu machen, weil Angst nicht nur ein schlechter Ratgeber, sondern auch ein schlechter Motor für vernünftige Politik ist, im Übrigen auch für Sicherheitspolitik. Aber es ist doch auch erforderlich, den Menschen in aller Klarheit zu sagen, dass das Leben nun mal nicht wunderschön ist an jeder Ecke und dass im Internet eben nicht nur Urlaubsbilder ausgetauscht werden, sondern dass wir zum Beispiel im Bereich des politischen Extremismus, nehmen wir mal Deutschland, wir haben etwa 1000 gewaltbereite Islamisten in Deutschland. Wir haben 140 konkrete Gefährder. Das sind die schon eine Terrorausbildung hinter sich haben, die in Deutschland sich aufhalten, die wir im Auge behalten müssen. Wir haben international operierende Banden der organisierten Kriminalität. Das sind russische, chinesische, aus dem gesamten Balkangebiet, aus Italien und von überall her Mafia-Banden, die schwere und schwerste kriminelle Handlungen verüben. Aber da machen Sie diese Handlungen, jetzt schon Angst, oder? Moment, die diese Handlungen im Internet verabreden und vorbereiten. Ja, selbstverständlich ist es Staatsaufgabe, dorthin zu schauen, um genau diese Handlungen dann auch rechtzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Und das gelingt uns auch in Deutschland sehr erfolgreich. Deutschland ist ja eines der sichersten Länder der Welt, aber das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist auch das Ergebnis nicht nur von Polizeiarbeit, sondern auch von Arbeit unserer Verfassungsschutzämter und auch unseres Nachrichtendienstes. Und Herr Voss, und es ist ja andersherum auch die Frage, wollen wir uns erlauben, bestimmte Erkenntnisse nicht zu gewinnen, die möglicherweise etwas verhindern würden? Wie weit wollen wir da gehen? Wollen wir der Kriminalität, der Organisierten, der Schwerkriminalität, den Terrorismus und was auch immer da ist, wollen wir den Freiräume eröffnen, sich zu entfalten, weil wir uns aus bestimmten Bereichen zurückziehen? Das ist eine Frage, die Sie beantworten müssen, wenn Sie diese Angst haben vor einer Überwachung. Aber wo ist dann dort die Grenze? Wollen wir diesen Freiraum tatsächlich und Potenziale ungenutzt lassen, um dort Erkenntnisse zu bekommen? Frau Nokun, wie sehen Sie das? Es ist so, dass Menschen, die heutzutage mit dem Internet quasi sozialisiert sind, kaum noch Briefe schreiben. Also ich schreibe keine Briefe mehr, kaum noch, außer wenn ich Behördengänge habe, dann vielleicht mal, aber ansonsten schreibe ich nur E-Mails. Das heißt, meine komplette private Kommunikation läuft über Mails. Ich benutze ab und zu mal Wörter, die ab und zu vielleicht, wenn ich sage, das ist Bombe zu einer Freundin, dann könnte ich vielleicht ins Raster fallen. Ich weiß es nicht und das macht mir Sorgen. Und wir sollten uns einfach überlegen, dass immer weitere Teile unserer alltäglichen Lebensgestaltung sehr eng mit neuen Kommunikationsmedien verwoben sind. Das heißt, wir haben soziale Netzwerke. Das heißt, immer mehr Menschen haben
haben ein Handy oder ein Smartphone in der Tasche. Das hinterlässt Verbindungsdaten so. Standortdaten hinterlässt es auch. Man kann daraus erschließen, mit wem ich wann kommuniziert habe. Man kann daraus schließen, ob ich welche Seiten ich angesurft habe, wenn man sich meine Netzverbindungen anguckt. Daraus kann man Persönlichkeitsprofile erstellen, ob ich vielleicht mich mit einem Scheidungsanwalt auseinandergesetzt habe oder und so weiter und so fort. Und das sind alles sehr private Dinge, die zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung gehören und auch dort zu verbleiben haben. Und wenn man sagt, man ermittelt, dann ermittelt man zielgerichtet, nachdem ein Verdacht vorliegt, nachdem jemand vielleicht gesagt hat, du, die Katha, die plant da vielleicht was oder sonst wie und es gibt da Beweise für konkrete Beweise, dann sollte man das verfolgen, dann sollte man Verbrechen aufklären, Verbrechen verhindern. Aber wenn man jetzt anfängt und das ist quasi das, was momentan gemacht wird, jeder Brief wird potenziell im Internet von irgendeinem Geheimdienst aufgemacht, ohne dass irgendein Staat etwas dagegen tut. Und das ist einfach verkehrt. Das ist das, was wir schon mal in Deutschland mehrfach erlebt haben. Und wir wissen genau, wie zerbrechlich eine Demokratie ist. Und da frage ich mich, warum machen wir denselben Fehler nochmal? Warum erlauben wir Geheimdiensten in rechtsfreien Räumen zu agieren und uns sich in unsere privaten Räume einzumischen. Denn das, was ich im Internet hinterlasse, ist wirklich das, was ich sonst in meiner Nachttischschublade gehabt habe, das, was ich in meinem Tagebuch schreibe. Und da hat ein Geheimdienst echt nichts verloren. Gebe ich Ihnen ja recht. Nur wie gehen Sie denn mit denen um, die eben nicht Ihr Privatkram, sondern die andere beklauen, zerbomben oder wie auch immer wollen? Wie wollen Sie die denn damit umgehen? Haben Sie denn dort ein Sicherheitskonzept, was uns da etwas mehr beruhigt? Also, ja, natürlich. Es wäre, ich würde gespannt. Es begrüßen, wenn alle Gesetze, die seit dem 11. September eingeführt wurden, mal wissenschaftlich evaluiert werden, ob sie effizient sind, ob was für Kosten das eigentlich verursacht, was für Kosten das für eine Gesellschaft verursacht und dass wir das mal dann noch mal rational diskutieren. Damit bekämpfen Sie Kriminelle. Dafür, dass zielgerichtet ermittelt wird. Aber das, worüber wir hier gerade sprechen, das ist eben nicht Ermittlung, das ist Überwachung. Und das ist der Unterschied. Ich kenne Polizisten, die wollen auch keine Überwacher sein. Die wollen ermitteln, die wollen Kriminelle fassen. Aber wenn solche Methoden angewandt werden, dann gehen wir eben in diesen Bereich der Überwachung. Und das ist falsch in einem Rechtsstaat. Nun muss man sagen, dass auch die Datensammlung in Europa ja nicht unumstritten ist. Also das, was bei uns passiert, Herr Voss, gucken wir auf das, was in Europa da im Punkto Datenschutz gemacht wird. Der Europäische Gerichtshof verhandelt derzeit über die umstrittene Vorratsdatenspeicherung. Also sie erlaubt ja auch das Sammeln von Daten in enormem Umfang. Österreich und Irland haben dagegen geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hat, wir erinnern uns, 2010 war das, im März 2010, das erstmal für verfassungswidrig erklärt für Deutschland, ne, die Umsetzung der Richtlinie. Was der Europäische Gerichtshof entscheidet, werden wir am 9. Juli genauer wissen. Was denken Sie? Ich kann das im Moment nicht sagen, weil ich, auch wie es beim Bundesverfassungsgericht war, ja sehr an formalen Kriterien schon scheitern kann, ohne dass man sagen kann, oh, grundsätzlich ist Vorratsdatenspeicherung nicht rechtmäßig, sondern da gab es ja andere Gründe, die dazu führten. Aber interessant ist ja zu sehen, wie sich auch die Richter des Europäischen Gerichtshofes, mit welcher Fragestellung sie jetzt auch an diese Vorratsdatenspeicherung rangehen. Ja. Ne? Da steht, die Richter fragen zum Beispiel, wie sind anhand der Daten Persönlichkeitsprofile zu erstellen? Weshalb müssen die Daten eigentlich mindestens 6 Monate gespeichert werden? Und gibt es, wir wissen, die Vorratsdatenspeicherung gibt es seit 2006, und gibt es überhaupt so etwas wie Statistiken, die zeigen, was die Speicherung gebracht hat? Das sind die Fragen der Richter des Europäischen Gerichtshofes, was die Vorratsdatenspeicherung angeht. Also in Polen zum Beispiel wird die Vorratsdatenspeicherung dazu genutzt, auch Kriminalfälle eben mit aufzuklären, wo ich eben auch sagen würde, dazu ist es eigentlich nicht unbedingt gedacht. Also da sind im Jahr 500.000 Anfragen aus diesem Bereich, mehr sogar 1, vielleicht. 8 Millionen. Und das ist eben etwas, wo ich sagen würde, dazu ist es eigentlich nicht gedacht. Mhm. Und da ist vielleicht das Verständnis falsch und wie auch immer, aber dass man eben auch hier in diesem Bereich sehen muss, wie man an Kriminelle irgendwie vielleicht herankommt. Es geht ja nicht nur um das Präventive, es geht nachher ja auch um den Rechtsstaat als solches. Wie kann ich denn gerichtsfest nachher etwas beweisen und nachweisen, wenn ich auf solche Daten dann freiwillig verzichten würde? Auch das ist ja etwas, was wir in einem Rechtsstaat mit betrachten müssen. Es wird aber meines Erachtens eine der ganz großen Herausforderungen für uns als Gesetzgeber sein, herauszufinden,
wann ein Staat auf die Datensammlung Privater überhaupt zugreifen darf und wann er das nicht darf. Das ist ganz schwierig, finde ich, zu beantworten. Und das wird insbesondere dann schwierig, wenn erstmal ein Fall passiert ist, wo jemand umgekommen ist, den man mit solchen Daten vielleicht hätte retten können. Mhm. Da kommen wir in eine sehr schwierige Situation. Und finde ich, das ist eine der großen Herausforderungen, die wir uns in diesem Gebiet vornehmen müssen, zu klären. Vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, Vorratsdatenspeicherung, ein Punkt, wir haben die Fluggastdaten, Europäisches Parlament hat es erstmal abgelehnt. Wir haben aber auch noch die Sammlung von Kontodaten, SWIFT. Also ne, wir haben auch auf europäischer Ebene Datensammlung in den verschiedensten Bereichen. Und kann einer von Ihnen die Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Daten nicht alle irgendwann zusammengeführt werden und Persönlichkeitsprofile ergeben, wie keiner von uns sie haben will? Oder leide ich da einen Verfolgungswahn, Herr Wendt? Ja, also manchmal habe ich schon den Eindruck, dass so das eine oder andere bei der einen oder anderen Thematik geht dem manchen da die Fantasie durch. Denn wenn wir Forderungen hören, wie wir sie eben gehört haben, dass man doch mal bitte alle Gesetze auf den Prüfstand stellen möge, die nach dem 11. September erlassen wurden. Ich kann Ihnen sagen, genau das ist geschehen. Die Bundesregierung hat vor 2 Jahren alle Sicherheitsgesetze evaluiert. Einige Regelungen, die sich als nicht notwendig erwiesen haben, sind gestrichen worden. Und die Sicherheitsgesetze, die danach wieder in Kraft gesetzt wurden, sind wieder befristet worden, damit sie wieder evaluiert werden. Das heißt, die Politik reagiert schon genau so, macht genau das, was sie verlangen von der Politik. Nämlich sie begrenzt diese Gesetze auch zeitlich und sagt, nach einer bestimmten Zeit wollen wir mal gucken, ist das noch notwendig? Ist das noch sozusagen verhältnismäßig? Oder müssen wir das eine oder andere streichen? Wir reden aber auch über Amerika, wir reden aber auch über Großbritannien und wir reden darüber, dass auch es da um Daten deutscher Bürger geht. Und da ist natürlich die Frage, wie hat sich eigentlich zum Beispiel in Amerika die gesetzliche Grundlage oder die Grundlage überhaupt nach dem Terroranschlag tatsächlich 9/11, wie hat sich das verändert? Inwiefern haben wir heute noch Patriot Act in den USA als Grundlage zu handeln? Ich möchte an diesem Beispiel gerne einmal verdeutlichen, wir wurden oft als Europäisches Parlament dafür gescholten, dass wir überhaupt solche Verträge mit den USA auch machen. Und ich finde es gerade hier auch an PRISM zu sehen, was ein Wert einer solchen Regulierung dann auch hat, weil ich davon ausgehe, dass die Amerikaner, so wie wir einen Vertrag haben, sich auch daran halten, wo wir Speicherzeit, wo wir den Zweck und die Analysemöglichkeiten eben entsprechend einschränken. Und dass gerade in dem Bereich, wo wir keine Vereinbarung mit denen haben, sei es jetzt wie PRISM zum Beispiel, wo wir sehen, dass die alles machen mit den Daten, was sie möchten. Und das ist eben genau dieser Denkfehler, wo ich meine, die Daten kriegen sie sowieso, die können wir gar nicht stoppen. An die kommen die dran. Es ist eben nur die Frage, können wir das oder wollen wir das regulieren mit denen, dass sie eben die nicht für andere Zwecke nutzen, als die, die wir dort vereinbart haben. Mhm. Frau Nockun. Nun, bei der Fluggastdatenspeicherung geht es wirklich um ein riesiges Datenpaket. Das heißt, welche Kontodaten, wo wohne ich, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich No-Flight-Listen in den USA. Das heißt, Menschen, die auf Listen stehen, die offiziell nicht einreisen dürfen. Nun passieren auf solchen Listen immer wieder Fehler. Da ist unter anderem auch ein Baby drauf geraten. Also ich kenne nichts Unschuldigeres als ein Baby. Ich weiß nicht, was sich da abgespielt hat. Aber das sind einfach Fehler im System, die Systematik haben. Und ich frage mich, ob das wirklich einen Sicherheitsmehrwert schafft. Wir wissen, dass diverse Menschen, die im Verdacht standen, die Attentate in den USA begangen zu haben, auch auf solchen Listen standen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Und gerade in der EU wurde noch in diesem Jahr darüber diskutiert, ob man die Fluggastdatenspeicherung, wenn man ja eh schon Abkommen mit den USA hat und mit Kanada und vielleicht noch dann mit Australien demnächst, ob man das dann nicht auch für innereuropäische Flüge etablieren möchte. Und da sehe ich einfach eine gewisse Tendenz, dass wir Maßnahmen, die wir einmal einführen, genauso wie bei der Vorratsdatenspeicherung, zuerst nur für schwere Straftaten, dass diese dann Stück für Stück ausgeweitet werden. Und ich sehe leider keinen Sicherheitsmechanismus, der mir garantiert, dass das verhindert wird. Von daher lehne ich solche Maßnahmen grundweg ab, weil ich einfach eine Gefahr sehe, dass hier die Bevölkerung zunehmend
in unterschiedlichen Lebensbereichen sich einem gewissen Überwachungsraster von Sicherheitsbehörden, aber auch von Unternehmen nicht entziehen kann. Und wir haben ja gerade bei Prism und Tempora gesehen, dass wir gar nicht mehr so klar unterscheiden können zwischen Datensammlungen, die Facebook und Google über uns anlegt, und staatlicher Datensammlung, wenn eben diese Schnittstellen bestehen. Und ich werde am Montag übrigens Verfassungsbeschwerde gegen die Änderung des Telekommunikationsgesetzes einreichen, wo genau diese Sicherheitsmaßnahmen, die an dieser Stelle auch gefordert wurden, sprich Richtervorbehalt, wenn Geheimdienste auf Daten zugreifen, wo das eben ausdrücklich nicht vorgesehen ist, wo vorgesehen ist, dass Geheimdienste ohne konkreten Tatverdacht Daten abgreifen können. Und ich muss sagen, das hat eine gewisse Tendenz in den letzten Jahren. Ich war so oft in Karlsruhe, ich wurde schon Karlsruhe-Tourist genannt, und ich denke, das sollte in der Demokratie nicht notwendig sein. Herr Foster, tut. Also ich bin dafür, sich auch ein bisschen die rechtlichen Realitäten anzugucken. Gerade weil es diese Diskussion auf europäischer Ebene zu den Fluggastdaten eben auch immer so geführt wird. Im Moment haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, solche Flugsysteme oder Analysesysteme aufzubauen. Und jeder macht sein eigenes System. Was wir auf europäischer Ebene jetzt nur machen, ist, weil wir sehen, dass diese Entwicklung trendy ist, dass wir dann eben sagen, gut, wenn ihr das macht, dann sollt ihr auch bestimmte Standards einhalten, eben nicht dann speichern über 10 oder 20 Jahre, sondern eben 5 oder 3 Jahre. Und das, finde ich, ist ein besserer Datenschutz für die Bürger, wenn wir das europäisch regeln, als wenn jeder Mitgliedstaat seinen eigenen Kram dort macht. Was natürlich auch ein erstmal nur reagieren ist, ne? Auf eine Tätigkeit, die schon ausgeführt wird, wie Sie sagen, und nicht ein eigenes Setzen von Standards, die dann sagt, wir haben Artikel 7, wir haben Artikel 8 und danach darf das und das in Europa passieren und nicht. Natürlich reagieren wir auf die Entwicklungen, die jetzt einfach da sind. Also wir werden das auch auf der Welt immer weiter haben. Wir haben mit Australien das Abkommen, Kanada steht aus, wir haben mit den USA das Abkommen. Russland fragt an, Südkorea fragt an, irgendwann wird China anfragen. Und die Länder wollen schlichtweg wissen, wer in ihr Land reist. Das ist völkerrechtlich gesehen ihr gutes Recht, das kann man machen. Aber wir hätten zumindest die Möglichkeit, das noch einzuschränken, anstatt zu sagen, oh ja, kein Abkommen mit denen. Aber wir sind dann diejenigen, die sagen, ihr dürft das aber nur dafür benutzen und ihr dürft eben keine Einzelfallentscheidung über diese Person nur anhand dieser Daten vornehmen. Und die Frage ist natürlich, deshalb ist der Mehrwert dieser Regulierung eben ein besserer Datenschutz für die Bürger, anstatt blindlings dagegen anzukämpfen und immer zu sagen, oh, ihr gebt da irgendwelche Daten hin. Die kriegen die alle mal. Und es sei denn, wir stellen den Flugverkehr ein. Das können wir gerne machen, wenn wir das wollen. Aber im Moment sehe ich keinen, der das will. Frau Nokun, Sie wollten noch mal kurz entgegnen. Ja, das Problem, das ich hier sehe, ist, dass wir einfach nach und nach immer mehr Sicherheitsregularien etabliert haben, obwohl ich weiß, dass Flugverkehr durchaus mal auch funktioniert hat, ohne diese ganzen Datenaustauschabkommen. Und ich denke schon, dass die Europäische Union international eine starke Verhandlungsposition hat, wenn die EU als Ganzes sagen würde, wir machen das nicht mit, wir wollen das nicht, unsere Bürger wollen das nicht, dann wäre das eine Verhandlungsposition, mit der man durchaus in die Verhandlungen ziehen könnte. Aber das trifft nicht die Realität, weil die Daten dennoch weitergegeben werden, ob wir das wollen oder nicht. Und wir es auch nicht verbieten können in dem Sinne tatsächlich, dass die Daten dann weitergegeben werden. Weil dann nämlich die Mitgliedstaaten in der Zuständigkeit sind. Und natürlich ist es auch richtig, das, was der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich vorgeschlagen hat, ein solches Einreisesystem auch in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu etablieren, um die Einreise von Gefährdern möglichst zu verhindern, und zwar möglichst im Vorfeld schon zu verhindern. Das ist der Schutzauftrag, den auch die Europäische Union hat. Und das hat im Übrigen überhaupt nichts mit Sammelwut oder sowas. Das hat etwas zu tun mit dem Schutz eines Staates vor Einreisen von Gefährdern in diesen Staat heran. Das hat Hans-Peter Friedrich genau richtigerweise vorgeschlagen, ist dafür auch schon wieder gescholten worden. Und wenn ich das noch sagen darf, das Telekommunikationsgesetz, das hier eben angesprochen wurde,
das jetzt beklagt wird, das am 1. Juli in Kraft treten wird, ist nichts, ist kein neues Gesetz. Hier werden überhaupt keine neuen Eingriffsnormen geschaffen. Hier wird einfach präzisiert die Möglichkeit sowohl des Nachrichtendienstes, der Verfassungsschutzämter als auch der Polizei auf bestimmte Verkehrsdaten zuzugreifen. Das hat das Bundesverfassungsgericht vom Gesetzgeber verlangt, weil das erste Gesetz beklagt wurde. Der Gesetzgeber ist dem Ansinnen des Bundesverfassungsgerichtes gefolgt und hat jetzt das neue Gesetz vorgelegt. Aber ich bin, wie gesagt, sicher, auch der Ausdruck Karlsruhe Touristen stammt ja von mir. Er war nicht für Sie gemeint, er galt trotzdem andere Personen. Aber es wird auch wieder beklagt werden und dann wird es dann eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes geben. Und die gilt dann, das ist ja das Schöne im Rechtsstaat. Aber das Erstaunliche ist ja schon, wenn wir noch mal kurz auf unsere Ausgangslage zurückgehen und auf den britischen, amerikanischen Geheimdienst, auf die Programme Prism und Tempora gucken, wie viel Daten tatsächlich gesammelt werden. Wir haben über die Grundlagen diskutiert, uns auch angeschaut, was hier in Deutschland und in Europa passiert. Wie soll man jetzt auch im Zusammenspiel mit Großbritannien und Amerika weiter damit umgehen? Also was soll auch die Politik Ihres Erachtens unternehmen? Es kann sein, dass die Kanzlerin am Rande des Gipfels, der ja heute Abend begonnen hat, mit Herrn Cameron darüber spricht, nach dem Motto, gefällt uns nicht so in Deutschland. Sollte da mehr kommen? Muss da mehr kommen? Herr Voss, Herr Wendt, Frau Nukun? Also nach den derzeitigen Erkenntnissen muss da mehr kommen. Wir sind auch alle bereit dazu, da mehr zu machen. Bloß wir brauchen auch mehr Erkenntnisse darüber. Ähnlich wie das Gericht diese Fragen stellt, müssen wir auch, ich sag mal, Sie wissen, dass der britische Geheimdienst schon geantwortet hat, das ist unsere Sache. Ja. Diese Antwort war so knapp wie kaum auf eine Anfrage, die man da gestellt hat. Das würde der deutsche Nachrichtendienst übrigens auch antworten. Dann müssen wir eben jetzt überlegen. Sollen wir uns damit zufrieden geben? Nein, wir müssen eben jetzt im Zuge der Datenschutzreform einfach überlegen, was können wir dort tun? Das müssen wir prüfen. Darüber hinaus, was die USA betrifft, meine ich, müssen wir ganz klar Ihnen auch sagen, wenn ihr das schon macht und wir keine Möglichkeit haben, euch da drin zu stoppen, dann brauchen unsere Bürger aber auch einen besseren Rechtsschutz in Amerika und in den USA vor den Gerichten. Mhm. Weil das ist im Moment nicht adäquat mit den USA selber. Aber das wäre eben etwas, was wir in jedem Fall fordern können, was die auch umsetzen können. Mhm. Herr Wendt, wie sehen Sie das? Also solche staatlichen Vereinbarungen sind ja richtig und sinnvoll, weil sie auch ein höheres Maß an Rechtssicherheit und auch an Transparenz schaffen. Aber es ist nun einigermaßen absurd. Und deshalb habe ich da auch dreimal herzhaft drüber gelacht, wenn man glaubt, man könnte dort sozusagen einen Fragebogen hinschicken und die Nachrichtendienste anderer Staaten legen uns ihre Ermittlungsmethoden offen. Ja, wer das glaubt... Die Anfrage geht natürlich auch an die Regierung der Staaten, die, wie Sie andauernd sagen, und zu Recht, die eine Kontrollfunktion haben. Richtig. Aber theoretisch gibt es die auch in Großbritannien. Aber die nicht die Ermittlungsmethoden ihrer Nachrichtendienste offenlegen werden. Nein, aber was gemacht wird schon. Ich meine, ein Kontrollgremium hat natürlich, wie bei uns in Deutschland auch, das haben Sie schon ausgeführt, tatsächlich die Aufgabe zu kontrollieren. Und natürlich kann eine Regierung darüber Auskunft geben, inwiefern das in Großbritannien passiert. Oder sehe ich das falsch? Aber es ist ja allgemein bekannt, dass es ein Gesetz gibt, auf deren Grundlage auch der britische und auch der amerikanische Geheimdienst arbeitet. Und die Regierung sowohl in Großbritannien als auch in Amerika ist ja nun nicht über ihre Kontrolltätigkeit gegenüber dem eigenen Nachrichtendienst sozusagen berichtspflichtig anderen Staaten gegenüber, sondern die ist berichtspflichtig ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber. Frau Nukun, wie sollten wir, kann man ein Fragezeichen setzen, wenn natürlich die Daten deutscher Bürger betroffen sind und nicht nur deutscher Bürger, sondern auch andere europäische Bürger, es geht ja nicht nur hier um britische, die sollen ja immer ausgenommen werden bei diesen Programmen. Frau Nukun, wie sehen Sie das? Ich glaube, wir müssen grundsätzlich erkennen, dass wir im internationalen Datenverkehr nicht mehr nationale Grenzen haben. Das wurde ja mehrfach schon angesprochen und das gilt eben auch für die Überwachung. Es stimmt nicht, dass die NSA gezielt Kommunikation von US-Bürgern von Überwachung ausnimmt. Es stimmt nicht, dass der britische Geheimdienst gezielt das machen kann. Das ist technisch allein schon nicht möglich bei bestimmter Form von Kommunikation. Und da müssen wir grundsätzlich sagen, wir müssen die Geheimdienste international an die Kandare nehmen. Ich erwarte von einer Bundesregierung, dass sie in Verhandlungen nicht nur sagt, das war nicht ganz so gelungen, sondern dass sie offensiv ins Feld geht und sagt, bis hierhin und nicht weiter, beziehungsweise bitte sehr zurück einmal. Und wir müssen auch sehen, es geht
auch um personenbezogene Daten. Aber es geht ja auch um Wirtschaftsspionage. Und das wird immer gerne auch unter den Tisch gefallen lassen. Denn da sind auch Daten von Unternehmen betroffen. Das hat für uns auch einen ökonomischen Faktor. Und da erwarte ich, dass auch innerhalb der EU, vor allem die betroffenen Mitgliedstaaten, also Großbritannien, dass da richtig Druck ausgeübt wird. Und dass die EU-Kommission, also dass im EU-Parlament eine, ein Ausschuss eingerichtet wird, der das aufarbeitet und überprüft. Und da müssen alle Geheimdienste, die davon gewusst haben, und auch alle Regierungen, die davon gewusst haben, ihre Fakten auf den Tisch legen. Ja, noch eins ganz kurz, noch eins ganz kurz zum Schluss. Während wir diskutieren, sitzt Edward Snowden, der Informant, der PRISM und Tempora sozusagen ins Rollen gebracht hat, auf dem russischen Flughafen Sheremetyevo. Herr Voss, haben Sie Sympathien für das, was der sogenannte Whistleblower Edward Snowden gemacht hat? Ich habe das Gefühl, dass er deshalb davon gesprochen hat, weil er irgendwie das Gefühl hat, er tut dort was Gutes. Es ist dennoch die Frage, inwieweit er strafrechtlich dann weiter auch belangt werden kann. Das werden wir weiter sehen und weiter diskutieren. Orwell Reloaded droht die totale Überwachung. Das war das Thema der Funkhausgespräche heute Abend. Katharina Nokun, Axel Voss, Rainer Wendt, herzlichen Dank, dass Sie da waren und diskutiert haben. Und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse hier im Funkhaus und auch bei Ihnen zu Hause, die Sie zugehört haben. Dankeschön. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter